eine Frostriese. Okay, das ist Matfu. Ich habe doch vorhin noch was von Kurzdings da Kulgurs gelesen. Den da unten, den hatten wir ja schon. War zwar damals auch durch gut Glück. Gott. Also diese der rechte Mausklick ist so langsam im Arsch. Ich dachte echt, ich hätte es gestern nur eingebettet, aber der ist echt bald hinüber. Wichtiger. Wahrscheinlich hätte ich diesen ganzen Weg noch nicht mal machen brauchen, wenn der wirklich da unter ist. Da ist er. Okay, ich hatte also recht, er ist direkt unter. Okay. Kein Wunder, dass ich den beim letzten Mal nicht finden konnte. Hohohohoho. Mir gleich.
So, Kulgus haben wir besiegt. Eieiei, was für eine Geburt. Dann ist es nur noch einer von den Riesen. Einer von den Riesen ist es nur noch. Herrlich. So. Mit den anderen müssen wir jetzt irgendwo nach oben. Ich würde sagen, ich lasse mich hier einmal runterfallen. Und galoppiere einfach erstmal weg. Hi. Wenn wir sterben sollten, dann wäre es so. Und rein. Nein, 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 nein. Das war tatsächlich mal ungeplant. So. Ich schätze mal, dass der jetzt hier irgendwo in dem Ding drin sein wird. Gerade scheiße, dass er weggeht. Kacke. Manchmal bin ich für das Wegschleudern echt dankbar. Gut. Na, du verpiesest dich da mal. Da über mir gewesen. Nein, 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 nein. Oh, Kacke. Okay, das war's. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich wende mich hier beide links nach rechts wegporten. Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich.
Way. Oh! Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich umbringen lasse. Das ist mein Mauszeiger, das ist mein Mauszeiger. Könntet ihr mal auf für mich zu stunnen? Ich meine, wenn ich einen schon mal loswerden würde. Mich bei einem vorbei nach oben. Komm schon. Auf mich zu stunnen. Oh, einer ist weg. Danke. Alter, was für eine Geburt. Mal kurz so machen. Ich glaube, die kriege ich jetzt nicht anders als in Zweiergruppen. Aber hier brauche ich jetzt, wenn sie erstmal keine Angst haben. Ich glaube, hier gibt es keinen Wanderriesen. Schon. Geh kaputt, dich. Am besten heute noch. Danke. Thank you.
Und ich glaube, da muss ich jetzt einmal hoch. Ich glaube, hier kann ich auch mit beiden. Das ist, glaube ich, an sich gerade einfacher. Also, was heißt einfacher? Einfacher ist das überhaupt nicht. Noch 2000. Danke. Sehr schön. Und da ist er. So, den lock ich jetzt einfach mal bei hier runter. Oh Gott. Ich hoffe, ich muss danach nie wieder hier rein. Oh nein. Nicht ernsthaft. Komm schon. Kannst du bitte einfach sterben? Ich glaube, das war beim letzten Mal auch der Grund, weswegen ich bei dem Viech hier gestorben bin. Da ist die Maus. Ach, komm schon. Ich glaube, die ruft da aber auch. Okay, schaffe ich nicht.
Das ist jetzt mein Todesurteil. Ja. Oh, okay. Schade. Dann ziehe ich mich da erstmal zurück. Gut, dann warten wir mit dir einfach noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir sind direkt da, wo wir die eine Quest abgeben können. So. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Ja, klappe. Gut, gut. Ich hoffe, die robuste Kiste war nicht allzu schwer zu finden. Heike Goldsucher wird erfreut sein. In seinen Aufzeichnungen wird sich kein böses Wort über mich finden. Nun, ich weiß, ihr habt schon so viel für mich getan. Aber dürfte ich euch vielleicht um noch etwas bitten? Muss das sein? Achso, warte, wir haben nicht genug Platz. Ich bin hier mit dem... Einmal kurz laden. Hier. Richtige Schuppen. Man die für etwas? Ja, für Furoche. Runenschere. Das hier. Ich kann hier mal alles reparieren. Ich Nein. stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Und dann können wir das einmal. Ich stehe euch zu Diensten. Kommt und bleibt einen Augenblick. Jetzt müssen die robusten Kisten nur noch zu Heike Goldsucher in Torins Zelle geschafft werden. Ich weiß, das liegt nicht gerade nebenan, aber ich glaube, das gehört sich so. Ich wünschte, ich könnte selber gehen. Dann schließlich ist es ja mein Ansehen, dass in Heikis Aufzeichnungen wird leiden müssen. Doch ich habe hier viel zu viel zu tun, um eine solche Reise auf mich nehmen zu können. Ihr findet Heiki in Torins Halle, im blauen Gebirge. Hoffentlich ist Heiki nicht allzu schlechter Laune, wenn ihr dort eintrefft. Ich laufe euch jetzt nicht nochmal zum blauen Gebirge. Huch. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ach ja, das war das Ding mit dem blauen Gebirge. Lager des Wurmjägers. Wo ist das? Ah, in den Nordhöhen. Kann das auch raus?
Das ist in Bilvesdorf. Das ist auch Bilvesdorf. Das ist Bilvesdorf. Bilvesdorf? Das ist nicht Bilvesdorf. Okay, dann machen wir erstmal hier hinten. Im hohen Pass. Werdet ihr mir helfen? Als hätten wir hier nicht schon genug um die Ohren, scheinen auch noch einige Kundschaftler aus Bruchtal irgendwo östlich von hier auf dem hohen Pass verschwunden zu sein. Zwei von ihnen sind vor einigen Wochen hier vorbeigekommen. Sie sagten, es gibt Gerüchte, dass ein neuer großer Bilvis in Bilvesdorf an die Macht gekommen sei. Sie wollten nachsehen, ob das stimmt und den Bilvisen, wenn möglich, etwas einheizen. Also hier oben in diesen Bergen gibt es schon genug Ärger. Auch ohne zwei gedankenlose Elben, die hierfür noch mehr Unruhe sorgen. Das sage ich euch. Doch sie sind losgezogen und seitdem hat niemand mehr von ihnen gehört. Einer von meinem Volk ist mit ihnen gegangen. Ein Kerl namens Awind. Es müsste ihnen also gut gehen. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist auch Awind ein kleiner Heißsporn. Ist mit den anderen auf Kundschaft gegangen, weil er sich einbildete, oben im Hohen Pass wäre endlich mal was los. Wie er es ausdrückte. Vielleicht wäre es also am besten, wenn ihr doch mal nachschaut, ob es ihnen gut geht. Mal gucken. Hallo? Ich würde gerne einmal nach Hirnback. Warte, war hier nicht auch derjenige, wo wir die Dinge abgeben konnten? Diese täglichen Quests? Zerbrochene Zweihänder waren das, glaube ich. Mal da. Ja. Annehmen. Was benötigt ihr? Was wollt ihr? Okay, das wird zwar Ewigkeiten dauern, bis wir das vollständig haben. Aber hey. Was benötigt ihr? Wenn wir so den Ruf in Thorins Halle kriegen, soll mir das recht sein. Müsste jetzt die letzte sein. Seid gegrüßt. Nee, eine noch. Was wollt ihr? So. Auftragslimit erreicht. Ja gut, für mehr könnte ich... Müsste ich erhöhen. Ich glaube aber, ich kriege... Doch, warte mal. Warte mal, dann kann ich mir sogar noch einmal... Bitte. So. Perfekt. Kann ich nämlich nochmal 5.
Wir kommen ein bisschen voran hier. Okay, es ist langsam, aber sicher, aber hey. Was benötigt ihr? Hallo. Aus. Drei Stunden sind wir damit fertig. Was benötigt ihr? Seid gegrüßt. Hier geht noch einer, geht wieder. Was wollt ihr? Und Auftragslimits erhöht. Also, wieder durch. 5 von 5. Sehr schön. Wie sieht's mit dem Ruf aus? Naja. Reden wir mal nicht von. Reden wir einfach nicht von. Also, das könnte ich jetzt einfach mal alles zerstören. Geht's einmal in die Richtung da hinten und wir haben davon nur noch 17 auf der Schirm. Einmal. Okay. Wunderbar. Ja, lauf mir hinterher. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oh. Rotus. Glaubt er, würde uns platt machen. Ich kann schon mal so viel sagen, beim nächsten Mal steht das Bilversdorf wieder an. Ich glaube, ich muss da hoch. Okay. Wir gegen mich kämpfen. Nur noch ihr zwei. In Ordnung. Gehen wir hin.
Wartbezwinger. Wunderbar. Hier ist das Totem. Da ist Schwarzzahn. Oh. Ah, okay. Hi. Wer wagt es? Du gehörst nicht zum Rudel und forderst mich dennoch heraus? So sei es. Ja, will aber nicht aufhören. Okay. Ich glaube, wir dürfen gehen. Das ist das. Das. Schwarzzahn. Und das andere weiß man nicht. Machen wir das einfach so. Ah. Eure Neuigkeiten lassen mir das Blut in den Adern gefrieren. Kaum jemand, der sich je in die finsteren, verwinkelten Höhen des Bilvisdorfs begeben hat, ist ihnen wieder, entronnen. Der Hass der Bilvisse auf mein Volk ist groß und Glorvin wird in ihrer Gewalt lange und schrecklich leiden müssen. Wir müssen sie befreien, ob nun mit List oder Gewalt. Denn selbst wenn ein Dutzend unserer Helden den Fallen und Klingen der Bilvisse zum Opfer fallen, so wird unser Leiden doch nichts im Vergleich zu dem sein, was Glorvin wird erdulden müssen, wenn wir sie den Bilvissen überlassen. Und noch mehr Bilvisdorf. Seid gegrüßt. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Schwarzan hat euch also von Glorvins Schicksal erzählt, bevor ihn sein eigenes Rudel in Stücke geriss. Für ein solches Monster halte ich das für ein angemessenes Schicksal, nicht aber für die arme Glorvin. Es besteht jedoch nur ein kleiner Funke Hoffnung. Die Bilvisse hassen mein Volk so sehr, dass sie Glorvin nur dann töten würden, wenn sie es unbedingt müssten. Viel lieber würden sie ihr endlose Qualen zufügen, bis ihr Lebenswille gebrochen ist und sie entweder den Verstand verliert oder sich selbst tötet. Glücklicherweise ist Glorvin keine schwächliche Maid, die sich von solchen Kreaturen leicht brechen ließe. Deshalb könnte noch etwas Zeit für ihre Befreiung bleiben. Ich möchte sie der ungewissen Gnade der Bilvisse keine Minute länger aussetzen. Ich habe gehört, dass Gloin, ein Zwerg und doch ein Freund, ein Lager vor dem Bilvisdorf errichtet hat. Ihr müsst ihn finden. Er wird sein Wissen über die Tiefen und die darin verborgenen Verliese mit euch teilen. Ich will nicht. Hab ich das mal erwähnt? Seid gegrüßt. Wie viel wird erhöht? 500. Hallo, was führt jemand wie euch auf diese eisigen Gipfel des Hohen Passes? Bürger hat euch geschickt, sagt ihr? Der gute Kerl. Nun, wie ihr seht, geht es uns hier gut. Genug Bilvisse und das Wetter ist gar nicht so schlecht, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat. Nun, wir haben hier noch einiges zu erledigen.
Wenn ich das so sagen darf. Außerdem scheint mein Hagra-Freund seine Kameradin verloren zu haben. Glorvin ist einige Zeit vor uns hier oben angekommen. Sie hinterließ zwar mehrere Zeichen ihrer sicheren Ankunft, nur sie selbst haben wir hier nicht gesehen. Er ist eigentlich ziemlich gelassen, aber ich glaube, langsam macht er sich ein wenig Sorgen. Nur langsam. Okay, das ist alles da, in der Ecke. Muss also nicht alles im Bilbesdorf direkt sein. Kann auch da draußen, da drüber quasi sein. Okay, ich bin gespannt. Da ist dieser andere. Rappakam. Rappakam, okay. Dem kommen wir lieber nicht zu nah. Ja, das ist mich tatsächlich mal runterfallen. Bleiben wir stehen. Und metzen einfach mal alles nieder. Sobald wir stehen. Hochheilen. Einen kleinen hässlichen Groma. Zwei Sachen müssen wir, glaube ich, runter. Weil das ist halt wirklich einfach alles direkt in Bilbesdorf. Hi. Bin dann mal weg. Okay, da sind wir tatsächlich für in der falschen Richtung. Nein, hier wollen wir auch nicht. Hier wird das Lager. Autsch. Nicht trödeln!
Sie glauben, in den Verliesen dort unten wird ein Elb festgehalten? Das Bibbesdorf ist wieder erwacht und ich fürchte, dass auch andere in seinen Tiefen gefangen sind. Ich erinnere mich nicht mehr an diese genaue Lage der Verliese. Es ist schon zu lange her. Es liegt daher an euch, das Dorf zu erforschen und herauszufinden, wo sie die Gefangenen halten. Nein, bitte nicht. Was ist? Bergschlund. Bergschlund müsste dann ja das hier sein, ne? Bergschlund, ja. Das ist alles, was da drin ist. Gut. Verkaufe jetzt noch mal ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, mache ich eine kurze Pause. Bereite einmal mein Essen vor. Muss einmal kurz mit dem Hund raus. Was wollt ihr? Und dann würde ich sagen, wechseln wir gleich auf Level 14. Quatsch, was mache ich hier gerade? So. Nichts hier mit Rückkauf. Da habe ich die Hälfte der Sachen wieder gekauft, die ich gerade verkauft habe. So. Ich glaube, das war's sogar schon. Dann werden wir nämlich beim nächsten Mal das Bilbersdorf machen. Ich glaube, es ist nicht. Das tue ich mir jetzt definitiv nicht an. Wir haben das. Einer. Zwei. Okay, das ist die da oben. Das ist die. Quente verwandelt, weiß ich nicht, aber Hüter der Trommeln ist dann beides hier. Ja. Ja, also wir müssen definitiv ins Bilbersdorf. Ich hab da keine Lust drauf. Und dafür müssen wir auch ans Bibbesdorf. Dafür nicht. Das ist auch Bibbesdorf. Ja, das ist auch Bibbesdorf. Das und...